gehabt. Ich habe für PC, für die Wii, für die GameCube, habe die Sonderedition. Also da war ich verrückt nach Resident Evil 4. Und heutzutage finde ich jedes Rollenspiel ganz gut. Also bis jetzt konnte ich jetzt keins sagen, was mir jetzt nicht gefiel. Komme ich überhaupt dorthin? Wir müssen aufs Meer hinaus, also können wir von hier aus schon mal... Jetzt bin ich mal gespannt. Also Dragon Quest 3 hat mir bis jetzt ganz gut gefallen. Jedes hat seinen eigenen Charme. Hier will ich nicht an Bord gehen. So, ein bisschen beschleunigen hier. Königskrabben. Dip, dip, dip. Mainz Etham. Ich hab's mal gehört, aber selbst nie gespielt. Irgendwo eine Quizschau habe ich das mal mitbekommen, aber was es genau sein soll, weiß ich nicht. Er ist Mod, er darf es. Wenn du dich nicht benebst, weiß ihr, was passiert. Da machen wir keine Ausnahmen. Oh, die Lichtsäule existiert aber noch. Komme ich noch dahin? Aber derzeit scheint sie nicht zu bewirken. Ah, okay. Die Quest kann ich also auch nicht machen. Na super toll. Oh Mann. Das mit der Mission ist echt nicht leicht. Da muss man wirklich echt aufpassen. Ich konnte sie annehmen, aber ich kann sie nicht... noch nicht beenden. Vielleicht komme ich ja nochmal zurück. Ich muss oder so wahrscheinlich nochmal zurück zu der Insel da unten, weil ja noch dieser, das große Monster aufgetaucht ist. Das Lichtsäulenmonster. Was ja durch die Barriere kam. Alter, was hältst du denn da aus? Uah. Muschelschleim der Schatten. Ja, ich würde sagen, ich nehme jetzt noch... Obwohl, ich kann die eine Quest nicht annehmen, da ich nicht gerade weiß, wo sich das nochmal befindet. Das heißt, es ist wieder Storyzeit. Wie gesagt, kenn dich. Ja. Dein Verhalten war aber auch nicht besser. Wenn du einfach nur normal Hallo, einfach nur normal schreibst, dann passiert auch nichts. Irgendwelche Drohungen oder etc., das bringt einfach nichts. So, dann. Teleportation auf nach Gallopolis. Da müssen wir jetzt mit den Sultan reden. Ist das Dark Chronicle besser? Ich glaube nicht. Um ehrlich zu sein, ich glaube nicht, weil Dark Chronicle war schon geil. Oh, die lassen alle hier die Köpfe runter, einige. Die tanzt hier. Okay. Mal schauen, was die Sache ist. Jetzt glaube ich, habe ich auch mehrere Punkte, die ich angehen muss. Eigentlich war ja unser Ziel, zu Serenas und Veronicas Heimat zu gehen, um vielleicht dort die zwei wieder zu bekommen.
Wo ist der Momo schon wieder? Oder Pokémon Soccer war auch schon lange nicht mehr da. Momo weiß ich nicht. Vielleicht ist er noch arbeiten oder so, oder hat es nicht mitbekommen, dass ich streame. Ja, Pokémon Soccer, der ist halt arbeiten, der macht Ausbildung, der hat wenig Zeit. My boy, please! Your reckless heroics will get you killed! Fear not, father! I will take all necessary precautions! By the time I return, the mystery of the star will be solved and Gallopolis will be saved! Hmm? Ah, it is you. Thank you once again for all you did for my son. What in the name of the... Surely this cannot be! It's been a while, eh, Your Majesty? Years, in fact. I haven't seen you since the Colloquy of Kings and the disaster that followed. Lord Robert, please, you must listen. What we were told about the Luminary was false. He is not the spawn of the darkness after all. Alas, we were all deceived by King Carnelian. We allowed the world to be destroyed. We brought this disaster upon ourselves. Oh, come on, Your Majesty. We can hardly be blamed. This is Mordigan's doing. He's the one who possessed King Carnelian and caused all this chaos. This is down to him and no one else. Lord Robert. Now, listen. We need to talk about that star. If Erdwin's lantern falls much further, Gallopolis is done for. What do you know about it? Sadly, very little. I have tasked my finest scholars with investigating its origins, but they have discovered nothing. There is one thing that may be of interest. My son Faris claims to have been able to make out runes on the surface of the barrier that surrounds the star. Runes, eh? This is the first I've heard of a barrier surrounding the lantern, let alone anything being written on it. Was your lad sure of this? He certainly appeared to be. In fact, he has taken one of our most learned scholars to the Celestial Sands in order to investigate the runes more closely. It is there that we believe the star will make its landing. I see. Reckon we'd better go and take a good look at these runes ourselves, eh? Shall we head out after the prince? It would put my mind at ease if you would, Lord Robert. I cannot help but worry about him being abroad in such dangerous circumstances. You have my thanks. I will instruct the guards to permit you passage through the checkpoint. Journey safely. Oh, okay, es hängt das wohl was mit den Sternen da oben ist. So, wie lange machst du noch? Weiß ich jetzt nicht. Also, es ist auf jeden Fall erst ein Stündchen vorbei. Das heißt, es wird noch circa eine Stunde. Es kommt drauf an, was ich hier schaffen werde. Also, ich glaube, wenn ich jetzt richtig rechnen würde, hätte ich jetzt erst zwei Parts. Das heißt, drei Parts würden noch 20 Minuten noch kommen. Circa. Aber bei dem Projekt kann es sein, dass es länger dauert. So, wo muss ich jetzt nächstes hin? Begib dich zum Kontrollpunkt zum Zugang zu den Trabanensandalen. Achso, eigentlich hier unten, ne? Glaube ich. Aber einer reicht, um dich zu bändigen. Mein Lieblingsspiel ist bei Weitem Dragon Quest. So, muss ich jetzt hier durch? Hier kann ich ja nicht durch. Was ist denn hier los? Wo liegst du hier unten? Ne, hier ist falsch.
das jetzt hier? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Trabatensonden. Moment, ist doch außerhalb. Gebiete in der Nähe. Ach so, da hinten. Ja, wo lauf ich denn eigentlich hin? Galopolis, Laguna. Das ist die falsche Richtung, ne? Da muss ich hin. Stimmt, da hinten war ja, hab ich noch gar nicht. Habe ich ja noch gar nicht den Kontrollpunkt, also das Lagerfeuer. Aber dass er nicht gesehen, dass da Runen drauf sind. Also man sieht doch irgendwie, dass da irgendwelche Zeichen drauf sind, aber vielleicht. Also sehr merkwürdig. So, dann denke ich mal, werden wir das Rätsel hier mal lösen über den Sternchen da oben. Mal einsammeln. Und dann wieder nach oben. Das habe ich nicht. Habe ich das nicht? Dann hätte ich mich von hier aus teleportieren können. Habe ich wohl verpasst. So, jetzt müssen wir hier lang. Ach, da ist er auch schon. No, 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 no. You agreed to do this. Come, we must move closer. We cannot hope to read the runes from here. But, Your Highness, I am sorry. It is too dangerous. I'm afraid I must refuse. Do you have a means of deciphering the symbols without entering the celestial sands? Well, no. But... Oh, Principu! Hello, darling. Long time no see. Silvando! What an... unexpected pleasure. The Sultan said you were out here in the scary sands trying to read runes of a falling star. Huh. Guess you grew up to be quite the brave boy, hmm? Ah, I am simply doing my duty to my people. But what about you? What brings you to the sands? The same thing as you, Your Highness. We have come to investigate Erdwin's lantern. Sir Hendrik? The Sir Hendrik? Ah, oh, the hero of Heliodor, here in my kingdom! You know who I am, Your Highness? But of course! You are my hero! You are every aspiring knight's hero! To serve under your command is my life's ambition! I am honored, Your Highness. The courage you have shown in venturing out here suggests that you would make a fine knight, wherever or whomever you serve. Truly, you have no idea how much your words mean to me. Oh, thank you from the bottom of my heart. Sorry to butt in, Your Highness, but might I ask how your investigations are going? You were looking a wee bit frustrated back there when we arrived. Indeed I was, old man. That fool of a scholar is too frightened to accompany me any further into the sands. I am not one for learning. The symbols will mean nothing to me, which leaves me in quite a predicament. Well, I think I might be able to help out there, if you'll allow me. You are some manner of wizened ancient? Excellent! I would be very much obliged. The runes can be best seen from the ruins in the center of the sands. Meet me there.
Jetzt haben auch die Runen da vorne was, oder die Steine auch was zu bedeuten. Jawohl. Okay, Amman ist weg. Ja, ich wünsche einen schönen Tag. Falls du es noch mitbekommst. So. Oh, wir können wieder das Reittier nehmen, aber das will ich nicht. So, Poliersand einmal mitnehmen. Und hier nach oben. Oh, was mit denen? Was passiert? Taking a nap, Principu. And there was me thinking you'd come to investigate the lantern. Oh, truly, it is even more magnificent when one lies directly beneath it. How many can say that they have seen such glories up close? You're a special one, darling. Don't go changing, What are these ruins, anyway? And how come they're out here all on their own in the middle of the desert? Oh, they have been here forever. Since the age of our grandfathers' grandfathers, or some such nonsense. They were built for something very important. I just know it. Ooh, maybe some kind of stage. What a place to perform, can you imagine? You weren't wrong about the runes, Your Highness. I can definitely see some on the side of the lantern. Let's take a closer look, shall we? Alter, dieses Teil macht mir unheimlich Angst. Weil das ist, glaube ich, auch was im Intro mal kam, was auch bei in meiner Heimatstadt einfach mal so Chaos verursacht hat. Aber was ist das überhaupt? Nur wir können es sehen. Sehr merkwürdig. Es wird auf jeden Fall vom den da oben angezogen. Wir können es jetzt gerade nicht sehen. Wir sind jetzt genau unter ihm. Oh mein Gott. Was sind das für Teile? Are you okay, honey? You were talking to yourself, and we all know what that means. Things past return to me! What's happening? The lantern! It's falling! It's falling! It's falling! We're gonna be squished! Lord Robert, it is not safe here. We must fall back. Oh, give me a minute, will you? I think I can make out what the runes are saying. Ka-las.
Please, Lord Robert, it is too dangerous. What is this? What is happening? Shall challenge me. This world is mine, and mine alone. Was that the Sword of Shadows? The lantern. It has disappeared. The star was named for Erdwin, but can such an ominous phenomenon truly be the work of heroes? Was the foul creature wielding the sword not... That was no foul creature, Sir Hendrik. That was the savior of Gallipolis. He spared us all from the falling star. The kingdom is saved. My people will surely thank me when I bring them the good tidings. I must return to the city and spread the news. Come and find me at the palace if you need me. Yes! Kalasmus. What could that mean? Why don't we go ask the Sultan? It's his kingdom, maybe he knows something. Huh?